Hallo ihr Lieben, hier ist eure Miss Funny Home. Heute möchte ich euch ein kleines Tutorial zum Thema Paspelband selber herstellen zeigen. Es geht sehr einfach. Paspelband hat eine ganz tolle Wirkung bei Klamotten. Ich werde euch dann auch noch beim nächsten Video mal zeigen, was man mit so einem Paspelband alles machen kann, wo man es einnähen kann, wie schön es ist, wie es Sachen erleichtert. Jetzt aber erstmal, wie stelle ich es am besten selber her? Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Hier liegt es schon. Also, in meinem Fall hier habe ich Schrägband, blaues Schrägband, was ich benutzen möchte. Blaues Schrägband sieht so aus, dass es so schon eingebuchtet ist und so schön die Sachen vernäht. Das heißt, es lässt sich schon von ganz allein eigentlich schnell knicken. Ihr könnt auch genauso normales Baumwollstreifen euch zuschneiden, was auch immer. Da gibt es alle Möglichkeiten, die ihr haben wollt. Also mit Schrägband ist es wirklich am einfachsten und schnellsten. Außerdem brauche ich dazu entweder Wolle oder Kordel, das kommt jetzt darauf an, wie dick eure Paspel sein soll. Cooler ist natürlich auch nicht gefranste Wolle, aber ich habe jetzt gerade nur solche da. Also irgendwas, was nachher übrigens auch die Dicke eurer Paspel bestimmt. Also ich habe jetzt was sehr Dünnes, Weiches und lege das genau in die Mitte meines Schrägbandes rein. Kann es auch ein bisschen rüberziehen, vorsichtshalber. Knicke, also mein Schrägband ist jetzt hier innen sind die beiden Teile und so kann ich es jetzt reinlegen. Knicke das Ganze um und könnte mir jetzt entweder alles stecken oder das Ganze jetzt auch direkt so schön halten und dann vernähen. Und zwar liegt jetzt mein Band auf dieser Seite ganz fest hier ein bisschen dicker drin. Und hier werde ich es ungefähr mittig ein bisschen vernähen und mir immer weiter zurechtlegen zum weiteren Vernähen. Und so habe ich nachher ein Paspelband. Das heißt, ein Band, was hier eine dicke Stelle hat. Und Anwendungsbeispiele, wie gesagt, werde ich euch dann auch demnächst noch zeigen. Ja, jetzt setzen wir uns mal an die Maschine und ich zeige euch, wie ich das nähe. Also ich stecke das Ganze jetzt nicht vor. Ich habe jetzt ein normales Nähfüßchen, möchte euch zeigen, dass es auch mit normalen Nähfüßchen geht. Es geht aber besser mit einem Reißverschlussfüßchen, weil das sozusagen hier nicht den ganzen Firlefanz hat, sondern da könntet ihr euch das genau hier anlegen und es würde komplett genau hier nähen. Ist jetzt aber in dem Fall egal, das geht auch so, es ist auch egal, wie rum ihr das reinlegt. Hauptsache, wie gesagt, eure Paspel liegt auch wirklich schön in der Mitte. Jetzt lege ich meins, es kommt immer auf die Breite drauf an. Ihr müsst natürlich schauen, ich lege meins jetzt genau in die Mitte rein, wie man hier sieht, so. Und nähe jetzt ganz einfach, hopp, mit ganz normalen Geradstich. Den könnt ihr auch größer wählen, weil das ist jetzt keine große Sache dabei. Nähe ich einfach geradeaus. Ich lege es mir hier immer rein, wie ihr seht. Und nähe jetzt einfach. Ich achte darauf, dass wirklich die Paspel hier nicht mit eingenäht wird. Also dieser Wollfaden darf jetzt nicht mit eingenäht werden. Ich muss also schön gucken, dass ich auch wirklich genau seitlich davon hier lang nähe. Und wie gesagt, das könntet ihr euch stecken. Ihr könnt aber auch einfach so euch das immer weiter zusammenlegen. Und dann einfach mal losnähen. Immer schön legen. Also wenn ihr nicht so eine komische Wolle habt wie ich, dann geht es sogar noch schneller. Weil meine ist wirklich durch diese komischen Fusseln ein bisschen schwierig zu legen. Ansonsten kann man das in einem Rutsch runternähen. So, dann nähe ich mal weiter. Ihr näht auch fleißig und wir sehen uns, wenn meine Paspel fertig ist. So, ich bin jetzt fertig mit dem Nähen. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Vorrat genäht. Und wollte euch meine Paspel zeigen. Also so sieht sie aus. Hier ist sie vernäht. Hier ist es dick. Das fühlt man auch so ein bisschen. Und das ist jetzt meine fertige Paspel. Und Anwendungsmöglichkeiten für diese fertige Paspel werde ich euch demnächst zeigen. Ja, dann freue ich mich über Likes, über Kommentare, über Klicks, über Teilen, über alles. Und wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit und viel Spaß beim Nähen. Tschüss, eure Miss Funny Home.